Willkommen bei Chappy erklärt euch die Apple-Welt. Heute will ich mich mal der iCloud widmen, weil viele von euch haben gesagt, erklär mal die iCloud, wir blicken da nicht durch. Deswegen überschreibe ich das Video auch mit dem Titel Die iCloud, das Mysterium. Aber die iCloud ist ein mächtiges Tool, was Apple da implementiert hat und die solltet ihr auch auf alle Fälle nutzen. Man muss jetzt aber erstmal die Grundfunktion oder die Grundwirkungsweise verstehen. Wenn ihr mit eurem Apple-Gerät, ob es jetzt ein iPhone ist oder ein iPad, das ist jetzt mal egal, ein Foto macht, dann wird dieses Foto auf eurem Gerät lokal gespeichert und belegt auch den Speicher eures Gerätes. Je nachdem, wie viel Speicher ihr habt, mittlerweile ist Apple da ja ein bisschen spendabler geworden, aber ihr habt, was weiß ich, 16 GB, 32 GB, 128 oder sogar jetzt in der Top-Ausstattung 256 GB. Dann kriegt ihr keine Probleme, habt alle eure Fotos dabei. Wenn ihr ein Backup gemacht habt, regelmäßig, sind auch die Bilder für euch verfügbar, wenn irgendwas mit eurem Gerät mal passiert. Aber ihr habt mit der iCloud, also iCloud, ja, Wolke, das ist im Prinzip so eine Art Festplatte im Internet oder ja, bei Apple, habt ihr 5 GB Platz von Apple, die ihr geschenkt bekommt, um da eure Fotos zu sichern. Das Problem heutzutage ist natürlich, dass wenn ihr viele Fotos macht, und ich kenne es von vielen Bekannten, die haben tausende von Fotos auf ihrem Handy und auch Videos, die ja noch viel mehr Platz verbrauchen, sind die 5 GB natürlich ruckzuck voll. Das ist so der häufigste Fehler, dass das iPad sagt oder das iPhone sagt, die iCloud ist voll, bitte schaffen Sie weiteren Speicherplatz. Um dieses Problem zu umgehen, müsst ihr entweder Bilder löschen oder Videos löschen, was aber die wenigsten wollen, oder ihr müsst den Speicherplatz erweitern. Apple bietet diese Möglichkeit auch an. Ich weiß, viele Leute beschweren sich, dass das dann Geld kostet, aber es ist gar nicht mehr so teuer, wie ihr lesen könnt. Also wenn ihr von den 5 GB auf 50 GB aufrüstet, was meiner Meinung nach schon ein großer Schritt ist, um euch da Platz zu schaffen, kostet euch das 99 Cent im Monat. Ich bin zwar auch gegen so dauerhafte Kosten, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch für 1000 Euro ein iPhone kauft und dann noch eine monatliche Versicherung von 10 Euro beibucht, also dann kommt es ehrlich gesagt auf die 99 Cent auch nicht mehr an. Sonst müsst ihr halt mit den 5 GB leben. Für mich persönlich ist das kein Problem, weil ich mache nicht so viele Bilder, beziehungsweise ich ziehe die dann irgendwann auf den Mac runter. Bei den Videos das gleiche und dann habe ich das Problem nicht. Aber ihr müsst immer wissen, auch wenn die iCloud voll ist, die Bilder lokal am Handy sind immer gespeichert und belasten dann euren lokalen Speicher. So, was auch viele von euch kennen, beziehungsweise viele von euch nicht unterscheiden können, sind die Optionen. Also wenn ihr hier in die iCloud am Mac in dem Fall geht und dann auf die Fotos klickt, dann kriegt ihr verschiedene Optionen. Einmal die iCloud Fotomediathek und mein Fotostream. Und die meisten Leute kennen einfach den Unterschied nicht zwischen dem Fotostream und der Fotomediathek. Meiner Meinung nach ist der Fotostream so ein Fuddelding, deswegen habe ich das hier nicht aktiviert. Und meiner Meinung nach ist es auch nicht gut, die beiden gleichzeitig und nebeneinander zu nehmen. Aber wo ist da der Unterschied? Der Fotostream ist quasi so eine Light-Version davon. Der Vorteil, der große Vorteil vom Fotostream ist, der belastet nicht euren Speicherplatz, also nicht diese 5 GB, die werden da nicht angerechnet. Allerdings könnt ihr maximal 1000 Bilder drauf speichern und wenn die Bilder, die da drauf gespeichert sind, älter wie 30 Tage sind, löscht ihr die. Das heißt, ihr habt keinen Zugriff mehr. Keine Angst, die Bilder sind ja noch da, weil die sind auf eurem Handy lokal gespeichert, aber ihr könnt sie aus dem Fotostream nicht mehr aufrufen. Weiterhin könnt ihr keine Videos mit dem Fotostream aufnehmen. Oder sichern, das finde ich persönlich blöd, weil ich ja viele Videos mache. Und ihr könnt die Fotos nur aufrufen. Ihr könnt die Fotos nicht bearbeiten aus dem Fotostream. Ist auch meiner Meinung nach ein großer Nachteil. Also nehme ich die Fotomediathek. Da nochmal, großer Nachteil, er belastet euren iCloud-Speicher. Und mit 5 GB ist es halt ein bisschen knapp. Aber da könnt ihr auch Videos mit sichern. Und ihr könnt die Fotos auch bearbeiten. Also ihr könnt Filter drüber legen. Und das ist sofort auf den anderen Geräten ersichtlich. Und ihr könnt diese Bearbeitung, die ihr jetzt beispielsweise am iPhone gemacht habt, am iMac wieder rückgängig machen, weil der alte Daten speichert. Also meiner Meinung nach
viel, viel besser und deswegen habe ich immer nur iCloud Foto Mediathek eingestellt. So, aber wie kann man jetzt überhaupt diese iCloud nutzen? Also einmal könnt ihr die iCloud als Backup-Lösung nutzen, dann habt ihr auf alle Fälle eure Bilder immer da und ihr könnt auch von überall drauf zugreifen, selbst wenn ihr bei einem Freund oder so seid, könnt ihr euch auf iCloud.com mit eurer ID anmelden und könnt dann die Bilder da auch abfragen, die im iCloud gespeichert sind. Ihr seht die hier in der Foto-App, die ist ja gleich beim Mac wie auch auf den iOS-Devices. Das sind jetzt hier auch meine Bilder, die ich da mal irgendwann gemacht habe. Und ich nehme jetzt mal parallel mein iPhone in die Hand und mache einfach mal ein Bild hier von unserem Video, was wir jetzt gerade hier am Drehen sind. Das heißt, er speichert das jetzt auf meinem iPhone lokal ab, aber ich habe die jetzt nicht am Mac. Ich müsste jetzt irgendwie das iPhone anschließen und das manuell rüberziehen oder ziehen lassen, das ist mir aber alles viel zu umständlich. Ein schönes Feature ist zum Beispiel auch, wenn ihr seid im Urlaub, euer Partner beispielsweise nett, ihr macht ein paar Bilder, dann braucht ihr nicht mit WhatsApp wegschicken in der Scheißqualität, sondern ihr fotografiert die einfach, die iCloud wird hochgeladen und dann am iPad, was zu Hause am Küchentisch liegt, sieht man unmittelbar danach die Bilder. Also, so schnell ging es jetzt schon. Ihr seht hier unten, das ist das Bild, was ich gerade aufgenommen habe von dem Screenshot. Hier seht ihr noch, hier ist das Bild nicht drin. Und kurze Zeit später ist es dann in der Mediathek wieder zu sehen. Da ist es drin. Und wenn ich jetzt hier von den Bildern irgendeins mehr haben will, zum Beispiel Hiddert hier, durch mein Netzteil fotografiert, wegen einer Reklamation, gehe ich auf Foto löschen. Er warnt uns nur, von all deinen Geräten löschen. Also jetzt auch gelöscht und ist dann auch weg. Ja. So viel in meinem ersten Video zur iCloud, das Mysterium zum Thema, wo ist der Unterschied zwischen Fotostream und Fotomediathek. Ich weiß, das war jetzt relativ schnell. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mitgekommen, sonst könnt ihr mich gerne in den Comments schreiben, was ihr noch so wissen wollt und wo für euch die Probleme sind. Dann werde ich euch das nach meinen Möglichkeiten gerne noch erweitern und erläutern. Und im nächsten Teil werden wir das iCloud Drive und die Dateien-App besprechen. Die Dateien-App ist neu seit iOS 11. iCloud Drive ist schon ein bisschen älter, aber ist auch ein extrem mächtiges Tool. Zum Schluss noch kurze Anmerkung. iCloud Backup will ich jetzt nie machen über die Cloud, weil erstens dauert ewig lang, weil ihr riesige Dateien hochladen müsst. Und selbst mit den 50 GB ist sie relativ schnell voll. Die würde ich immer über einen Laptop machen oder über einen Desktop oder einen Mac oder wie auch immer. Wenn ihr der keinen habt, dann müsst ihr es halt über die iCloud machen. Bis dahin, tschüss, euer JP.